Hallo alle zusammen! Willkommen zur 6. Ausgabe der kleinen Regelkunde. Im heutigen Spielzug haben wir einen Onside-Kick, der vom Kicking-Team gesichert wird. Es liegt eine Flagge auf dem Feld und wir schauen uns mal genau an, wer wann welches Foul begangen hat. Dazu schauen wir uns als erstes mal den Spielzug in voller Länge an. And it's an onside kick. And Kansas has it. Flag is down. Now, what could the infraction have been? I'm curious about. Unless it's possibly offsides. And it was recovered by Horn. Gehen wir mal die Möglichkeiten durch, welche Fouls in dieser Situation begangen werden können. Als erstes die Formation des Kicking-Teams. Es sind mindestens 4 Spieler auf jeder Seite. Damit haben wir schon mal eine Bedingung erfüllt. Die Spieler nehmen maximal 5 Meter Anlauf. Der Kick ist von der 35 und die Spieler stehen auf der 30, berühren also mit einem Körperteil die 30. Das reicht vollkommen aus. Damit auch hier legal. Dann als nächstes die Restraining Line des Kicking Teams. Das ist die Linie, von der der Kick durchgeführt wird. Und es befindet sich kein Spieler vor dem Kick zu weit vorne. Also kein Spieler hat vor dem Kick diese Restraining Line überquert. Also auch hier kein Offside beim Free Kick und damit legal. Als nächstes der Kick. Der muss mindestens 10 Yards weit gehen, damit das Kicking-Team das Recht hat, den Ball zu erobern, oder der Kick wird vorher von einem Spieler des Receiving-Teams berührt. Und hier ist jetzt der Ball so an der 46-47, ist damit weit genug gegangen. Dementsprechend ist es auch keine illegale Berührung, was auch gar kein Foul wäre, sondern nur eine Regelverletzung, eine Touching-Violation, die keine Strafe nach sich zieht, sondern einfach nur dem Receiving-Team das Privileg geben würde, den Ball an der Stelle der illegalen Berührung zu übernehmen. Und dann hier am Schluss die Flagge auf dem Feld. Nachdem wir die Möglichkeiten durchgegangen sind, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, um welches Foul es sich hierbei handelt. Es ist eine Kick-Catch-Interference, also eine Behinderung beim Fang eines Kicks. Wenn ein Receiving-Team-Spieler sich in einer Position befindet, einen Free-Kick oder einen Scrimmage-Kick zu fangen, der die neutrale Zone überquert, dann muss ihm durch das Kicking-Team auch die ungehinderte Möglichkeit gegeben werden, den Ball zu fangen. Hier schauen wir uns das Ganze nochmal an. Alles in der Luft. Der Spieler mit der Nummer 39 des Receiving Teams ist jetzt in einer Position, in der er den Ball fangen könnte, und er versucht es auch. Und jetzt muss ihm sein Gegenspieler die ungehinderte Möglichkeit geben, diesen Kick auch zu fangen. Der versucht zwar jetzt zum Ball zu gehen, aber dadurch nimmt ihm durch den Kontakt diese ungehinderte Möglichkeit, den Ball zu bekommen. Und damit ist das hier ein Foul für Behinderung beim Fangen eines Kicks. Andere Möglichkeiten, wie das Foul für Behinderung beim Fangen eines Kicks begangen werden kann, wäre zum einen natürlich zu früher Kontakt, wie jetzt hier mit dem Returner, bevor der Ball da ist. Genauso gleichzeitiger Kontakt mit der Ankunft des Balles ist auch noch ein Foul. Es ist auch ein Foul, oder sagen wir so, es gibt die Möglichkeit für ein BFK-Foul ohne Kontakt. Das liegt vor, wenn ein Spieler des Kicking-Teams in einen Bereich vor dem Returner eindringt. Dieser Bereich ist schulterbreit und geht 1 Meter nach vorne und dreht sich auch mit dem Returner mit. Und wenn man dann in diesen Bereich eindringt, dann ist das ein Foul für Behinderung beim Fangen eines Kicks. Genauso wäre es ein Foul für Behinderung beim Fangen eines Kicks, wenn zum Beispiel der Returner bei einem zu kurzen Kick nach vorne geht und dabei bei dem Versuch, den Kick zu fangen, in einen Gegenspieler reinläuft. Das wäre dann genauso ein Foul für Kick-Catch-Interference. Kick-Catch-Interference on the kicking team number 88. By rule, the receiving team must be given an unimpeded opportunity to catch the kick, and he was not. 15-yard penalty from the spot of the foul. First down, West Virginia. Ihr habt gerade die Ansage des Referees gehört, eine
Kick-Catch Interference wird immer mit 15 Yards bestraft vom Punkt des Fouls und der Ball gehört auf jeden Fall dem Receiving Team, auch wenn hier in dem Fall das Kicking Team den Ball erobert hat. Sie bekommen nach einer Kick-Catch Interference nicht den Ball. Und damit sind wir bereits am Ende der 7. Ausgabe der kleinen Regelkunde. Hoffentlich hat es euch gefallen. Solltet ihr Regelfragen haben, die wir in Videos besprechen sollen, dann schreibt sie unten in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch, wann immer ihr das hört, jetzt ist gerade Donnerstag, ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und bis bald.